Herzlich willkommen, meine Damen und meine Herren, zu Miknaufs Deli zur Wochenanfang. Ja, Sie wissen ja, da bekommen Sie ja von mir immer einen Wochenrückblick, aber natürlich auch einen Wochenvorausblick für alles das, was an der Börse diese Woche wichtig sein könnte oder letzte Woche wichtig war. Ja, letzte Woche ganz klar. Natürlich das große Thema Europäische Zentralbank stand natürlich ganz, ganz weit im Fokus der Börsianer. Aber Mario Draghi hat klare Worte und eine klare Strategie gefunden. Vor allen Dingen ging es natürlich um die Anleihe-Ankaufprogramme. Ja, aktuell haben wir ja da noch 30 Milliarden Euro, die da in die Märkte reingepumpt werden, indem man halt eben Anleihen ankauft. Das soll nur noch bis Oktober der Fall sein. Bei 30 Milliarden ab Oktober will man das Ganze dann hälfteln, dann nur noch 15 Milliarden Euro. Ja, und Ende des Jahres soll das sogenannte Quantitative Easing dann komplett auslaufen. Was aber nicht heißt, dass dementsprechend die Zinsen schon angehoben werden. Nein, damit will sich die EZB noch ein wenig Zeit lassen. Das könnte im Sommer oder im Herbst, vielleicht so ab September 2019, der Fall sein. Also dementsprechend eine ganz klare Richtung, eine ganz klare Linie, über die die Börsianer natürlich auch wirklich happy und froh waren, dementsprechend auch dann ordentlich am Donnerstag zugekauft haben. Da war der DAX mal schnell über der Marke von 13.100 Punkten zu finden. Am Freitag dagegen versaute uns dann jemand uns diese Performance mal wieder, nämlich Donald Trump. Das Thema Handelsstreit, Handelskrieg vor allen Dingen mit China hat er mal wieder angezündet. 50 Milliarden US-Dollar will er da an Schutzzöllen auf die Waren aus China erheben. Und die Antwort aus China, ja, die ließ natürlich nicht allzu lange auf sie warten. Da haben die Chinesen gesagt, gut, wenn Donald Trump das macht, dann werden wir in der gleichen Höhe bei 50 Milliarden Dollar zurückschlagen. Also das Thema wird uns natürlich in den nächsten Tagen und Wochen weiterhin beschäftigen. Vor allen Dingen, wo es ja aktuell von Donald Trump aus nur um China geht. Da sind wir ja noch nicht bei Europa. Da haben wir ja noch nicht das Thema Schutzzölle auf Automobile, Autoteile und Lastwagen aus Europa besprochen. Und da hat ja auch der Präsident schon gedroht, dass er hier 25% an Schutzzöllen erheben will. Das könnte natürlich vor allen Dingen unsere Automobilbauer BMW, VW und Daimler treffen. Also von daher hier sicherlich immer mal ein Auge auch auf die Weltpolitik werfen. Ja, ansonsten schauen wir natürlich auf die Wahl in der Türkei. Da geht es natürlich um die türkische Lira. Sorry, wie die dementsprechend weiter sich entwickelt und nächste Woche dann Bankenstresstest in den Vereinigten Staaten. Ja, die Federal Reserve überprüft ja dann immer nach gewissen Regularien die Banken. Naja, und da müssen wir schauen, wie die Deutsche Bank vor allen Dingen abschneidet, weil aktuell Konjunktur und Wirtschaft dann doch sehr gut laufen in den Vereinigten Staaten. Heißt also, man könnte die Messlatte auch relativ hoch anlegen. Naja, und 2016 hat die Deutsche Bank hier schon gepatzt. Ja, sollte das der Fall sein, könnte das natürlich auch nochmal ordentlich Druck auf die Deutsche Bank und die Aktie bedeuten. Werden wir am Donnerstagabend hören, wenn die Federal Reserve ihren Bankstresstest dementsprechend veröffentlicht. Ansonsten, letzte Woche, ja, die Lufthansa ist ein bisschen abgetrudelt. Das lag allerdings ganz klar auch am Ölpreis. Ja, desto höher der Ölpreis, desto mehr hat man Sorgen und Befürchtungen, dass halt eben das Flugkerosin teurer wird und viel Geld kostet. Naja, und da hat die Deutsche Bank schon gesagt, gut, man rudert ein bisschen zurück beim Kursziel und ist halt eben hier ein bisschen vorsichtig. Deswegen die deutsche Lufthansa letzte Woche auch unter Druck beim Aktienkurs. Ja, ansonsten, wenn wir mal draufschauen, hatten wir am Freitag noch einen Börsengang. Home24 ist an die Börse gegangen. Ja, so wie der Name schon sagt, alles rund um ihr Eigenheim, alles rund um Einrichtungen. Und die Home24, übrigens eine Beteiligungsgesellschaft der Rocket Internet. Ja, und Rocket Internet hat ja schon Delivery Hero und HelloFresh an die Börse gebracht. Und man muss fairerweise sagen, der Börsengang, der IPO, der Home24 am Freitag ist sehr, sehr gut gelaufen. Die Aktie hatte eine Erstnotiz bei 23 Euro. Naja, und bei 29,40 war dann im Hoch Schluss. Aber das ist ja immerhin ein Aufschlag von 30%. Also mit diesem IPO, mit dieser Zeichnung hätte man durchaus sein Geld verdienen können. Naja, wenn wir mal schauen, wie die Aktie sich in den nächsten Tagen und Wochen weiterentwickelt. Ja, und dann haben wir natürlich noch passend zur Weltmeisterschaft ein Unternehmen, was schon seit Jahren weltmeisterlich wirklich verkauft und hervorragend dasteht und der Aktienkurs wirklich ganz, ganz tolle Entwicklung hinter sich gebracht hat, nämlich
Adidas. Adidas, aktuell bei 199,85, geht immer mal kurz über die 200-Euro-Linie. Ja, dann nehmen wir mal Gewinnmitnahmen. Dann allerdings die Aktie nach wie vor noch sehr, sehr stark. Ja, Adidas stürzt ja hier mit 12 Teams innerhalb der Weltmeisterschaft, die von Adidas dann begleitet und ausgestattet werden. Konkurrent Nike übrigens nur 10 Teams. Und vor allen Dingen ganz, ganz wichtig, der WM-Ball, der wird ja übrigens auch von Adidas gestellt. Also von daher, Herzog Laurach, momentan sicherlich einer der Werte, die durchaus bei den Anlegern gut ankommt. Und das nicht erst seit gestern oder seit der WM, sondern schon seit 2, 3 Jahren. Ja, das war es auch schon wieder fast von meiner Seite aus. Das heißt, diese Woche noch ein paar Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten, die wir uns natürlich anschauen. Aber, wie gesagt, wir wissen ja nicht, was und wann und wie Donald Trump mit seinem nächsten Tweet wieder anrichten könnte. Das Thema Schutzzölle, wie gesagt, auf Autos, Automobile und Lastwagen auf EU-Zeiten, das könnte natürlich durchaus die Märkte nochmal ordentlich durcheinander bringen. Hoffen wir, dass der Präsident vielleicht dann doch etwas besonnener arbeitet und agiert. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Handelstag heute, wünsche Ihnen eine fantastische WM und vor allen Dingen bleiben Sie mir und der Börse gewogen.